Kannst du rückwärts niesen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das nicht gelingen wird, aber rückwärts niesen kommt bei Hunden gelegentlich vor. Daher erfährst du in diesem Video, was rückwärts niesen überhaupt ist und ob es für deinen Hund gefährlich ist. Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt. Das Thema dieses Videos ist Rückwärtsniesen beim Hund. Ein wirklich sehr interessantes Thema, daher bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir jedoch weitermachen, empfehle ich dir, diesen Kanal hier unten zu abonnieren und das Glöckchen zu drücken, damit du die nächsten Videos und interessanten Themen nicht verpasst. Und nun geht's weiter. Nun, bevor wir tiefer in dieses Thema einsteigen, möchte ich dir zuerst einmal zeigen, wie Rückwärtsniesen überhaupt ausschauen kann. Hiermit blende ich dir jetzt gleich ein Video ein, dann geht's weiter. Wie du gerade in diesem Video gesehen hast, entsteht beim Rückwärtsniesen diverse Laute, die einem Schnarchen oder Röcheln ähneln. Warum heißt das Ganze rückwärts niesen? Warum? Weil es mit dem normalen Niesakt einiges gemeinsam hat. Beim normalen Niesen wird plötzlich viel Luft stoßweise hinaus befördert und beim rückwärts niesen ist eigentlich dasselbe Prinzip, nur in die andere Richtung. Es wird plötzlich und stoßweise viel Luft hineingezogen und dadurch entstehen eben diese Geräusche wie einem Schnarchen oder einem Röcheln ähneln. Beim Rückwärtsniesen sind Hunde meistens sehr angespannt, haben den Kopf leicht nach oben geneigt und können nach dem Rückwärtsniesen sogar erbrechen. Viele Hunde sowie Hundehalter sind in diesem Moment sehr ängstlich, sehr erschrocken, weil das Ganze plötzlich und unerwartet auftritt und man in diesem Moment nicht weiß, wie man als Hundehalter richtig reagieren soll. Aber ich möchte hier gleich etwas entwarnen, denn Rückwärtsniesen entsteht in den seltensten Fällen aufgrund einer Krankheit. Vielmehr ist es ein Reflex, ein Phänomen, welches bei Hunden vorkommt, selten bei Katzen. Im Laufe dieses Videos werden wir die Auslöser für Rückwärtsniesen besprechen und im Anschluss, wie du bei einem Anfall von Rückwärtsniesen bei deinem Hund richtig handelst. Nun kommen wir zu der ersten großen Frage, nämlich, welche Hunde sind von Rückwärtsniesen betroffen? Im Grunde kann Rückwärtsniesen bei jedem Hund entstehen, denn Rückwärtsniesen ist wie der normale Niesakt ein Reflex, welches jeder Hund ausüben kann. Bei manchen Hunden entsteht dies jedoch öfter. Es wurde nämlich beobachtet, dass kleine Hunderassen mit einem kurzen Hals öfter von Rückwärtsniesen betroffen sind. Warum ist das so? Diese Frage wurde noch nicht ganz geklärt, aber man weiß es, dass die anatomische Struktur, die Größe, die Form der Luftröhre und die Größe und Form des Kehlkopfes da eine große Rolle spielt. Jetzt kommen wir zu der zweiten wichtigen Frage, nämlich, was sind die Ursachen, was sind die Auslöser von Rückwärtsniesen? Und diese Frage ist gar nicht so einfach, denn es gibt wirklich viele Auslöser, viele Gründe, warum ein Hund zum Rückwärtsniesen beginnt. Daher ist es für dich als Hundehalter gar nicht so einfach, den Auslöser zu erkennen bzw. festzustellen. Du machst jedoch genau das Richtige, du schaust dir hier das Video an und daher möchte ich dir auch ein paar Tipps und ein paar Richtlinien geben, wie du den Auslöser, wie du die Ursachen von Rückwärtsniesen erkennen kannst. Nun kommen wir zu den möglichen Auslösern, möglichen Ursachen von Rückwärtsniesen. Wie du weißt, ist Rückwärtsniesen ein Reflex. Das heißt, es muss ein Reiz bestehen, welcher dieses Rückwärtsniesen auslösen muss. Und diese Auslöser sind beispielsweise sehr aufgeregte Situationen für deinen Hund. Beispielsweise beim Spielen, Toben, in Momenten, wo er eine große Freude verspürt, kann danach Rückwärtsniesen entstehen. Selbst nach dem Essen oder auch Trinken
kann Rückwärtsniesen entstehen. Als weitere Ursachen sind beispielsweise auch Raumsprays, Reinigungsmittel mit einem intensiven Geruch, welches den Nasenraum, den Rachenraum, diese Schleimhäute reizt und eben Rückwärtsniesen verursacht. Selbst ein Parfum vom Hundehalter kann Rückwärtsniesen auslösen. Als ein weiterer wichtiger Grund ist eine Entzündung im Rachenraum. Dies kann dazu führen, dass die Schleimhaut im Rachenraum sehr gereizt ist und daher Rückwärtsniesen öfter ausgelöst wird. Du als Hundehalter solltest genau die Situation beobachten, bevor es zum Rückwärtsniesen kommt, das Ganze analysierst und den Auslöser feststellst, damit du vorbeugend reagieren kannst. Bevor wir zu den Tipps kommen, wie man Rückwärtsniesen bei einem Hund beruhigen kann, würde es mich sehr freuen, wenn du dieses Video teilst, damit möglichst viele Hundehalter von diesem Video, von diesen Tipps profitieren können. Nun kommen wir zu dem dritten wichtigen Punkt, nämlich zu den Maßnahmen, wie man Rückwärtsniesen bei seinem Hund schnell beruhigen kann. Und gleich eine gute Nachricht vorweg: In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, dass du als Hundehalter eingreifst, denn wie du weißt, ist Rückwärtsniesen in den meisten Fällen nichts Gefährliches und vergeht nach wenigen Sekunden. Jedoch, wenn du doch deinem Hund helfen willst, diesen Anfall, diese Atembeschwerden möglichst schnell zu beseitigen, schnell zu beruhigen, dann gibt es ein paar einfache Tipps. Der erste Tipp ist sehr einfach, aber jedoch sehr wichtig. Nämlich, dass du als Hundehalter die Ruhe bewahrst, zu deinem Hund gehst und ihn auch beruhigst, indem du ihn streichelst und gut zuredest. Als zweiten Tipp ist es, einen Schluckreflex bei deinem Hund auszulösen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, nämlich ihn an dem Kehlkopf zu massieren, ihm ein Leckerli anzubieten oder seinen Brustkorb ein wenig anzuheben, seinen Brustkorb ein wenig abzuklopfen oder sogar seine Nase kurz für ein paar Sekunden, für wenige Sekunden zuzudrücken. Diese Maßnahmen, diese Tipps können beim Hund einen Schluckreflex auslösen und nach diesem Schluckreflex ist das Rückwärtsniesen in den meisten Fällen beendet. Wenn jedoch diese Maßnahmen, diese Tipps nicht weiterhelfen und dein Hund oft Rückwärtsniesen entwickelt, dann ist ein Tierarztbesuch auf jeden Fall zu empfehlen. Auch sehr wichtig ist zu beobachten, wie es deinem Hund nach dem Rückwärtsniesen geht. Normalerweise reagieren die Hunde nach dem Rückwärtsniesen, als ob nichts passiert wäre und machen einfach weiter wie vor diesem Anfall. Jedoch, wenn dein Hund nach dem Rückwärtsniesen sehr müde, sehr matt ist, das Rückwärtsniesen sehr lange andauert und wie gesagt sehr häufig auftritt, dann ist ein Tierarztbesuch auf jeden Fall notwendig. Der Tierarzt wird sich den Rachenraum von deinem Hund anschauen, schauen, ob es Entzündungen in den oberen Atemwegen, in der Lunge vorhanden sind und entsprechend therapieren. Wenn jedoch dein Tierarzt Entwarnung gibt, dann musst du dir genau anschauen, ob bestimmte Gerüche, bestimmte Duftstoffe deinen Hund irritieren und in welchen Situationen es eben zu diesen Anfällen kommt. Wie schon gesagt, Rückwärtsniesen ist in den meisten Fällen nichts Gefährliches. Es ist ein Reflex, welcher plötzlich entsteht und schnell wieder vergeht. Jedoch verstehe ich es natürlich, dass es im ersten Moment für Hundehalter und für den Hund erschreckend ist, wenn eben dieses Rückwärtsniesen, dieses schnarchende, röchelnde Atemgeräusch entsteht. Wichtig ist es, dass du als Hundehalter Ruhe bewahrst, das Ganze beobachtest und im Anschluss analysierst, damit du den Auslöser feststellen kannst. Nun, wenn du die Inhalte dieses Videos nochmal nachlesen willst, dann kann ich dir auf jeden Fall hundeo.com empfehlen. Seit kurzem unterstütze ich die Sparte Gesundheit, daher kann ich dir diese Webseite auf jeden Fall empfehlen. Das wäre es nun zu diesem Thema. Ich hoffe, du konntest einiges von diesem Video mitnehmen. Ich würde mich nun über einen Daumen hoch sehr freuen, falls du Fragen hast. Stell sie mir bitte unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Gesunde Grüße an dich und deine Vierbeiner.
Ja.